kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic, a Prequel Story. So, wir haben letztes Mal den Zugang zur Kneipe bekommen. Wir müssen uns noch mit Silas unterhalten. Nicht, das hast du nicht gewusst. Davon lass ich lieber die Finger. Hey, Wirt. Was willst du? Das höre ich zum ersten Mal. Was bekommt man denn hier? Probleme. Dumme Frage. Fleisch und Fisch natürlich. Noch mehr nichts Ärger zu trinken? Nicht gebrauchen. Sehen wir so aus, als hätten wir einen guten Draht das zum alten Lager? Nicht wirklich. Da hast du die Antwort. War doch klar. Gibt's hier irgendwas umsonst? Wenn du etwas umsonst willst, geh zurück ins alte Lager. Hier musst du zahlen. Streng genommen bekommt man dort aber vermutlich auch nichts umsonst. Natürlich. Die Erzbarone werden schon selbst dafür sorgen, dass sie auch etwas davon haben. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Wo hast du das denn schon wieder her? Ach, vergiss es einfach. Dann sag, was du willst. Oder geh. Und verschwende nicht weiter meine Zeit, weil... Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Suchst du zufällig jemanden, der sich mit Alchemie auskennt? Alchemie? Das ist eine Taverne. Hier wird das Essen verteilt. Was soll ich denn mit einem Alchemisten? Das kannst du gleich vergessen. Wenn ich jemanden brauche, dann ist es eine Küchenhilfe. Ich komme kaum noch hinterher, für die ganze Meute zu kochen. Das hat er wirklich nicht verdient. Du kannst bestimmt gut kochen. Das hat er wirklich. Aber Erz gibt es nicht für deine Arbeit. Dafür einen vollen Magen. Ich hab so einiges gehört. Ich rede nicht von mir. Von wem sonst? Von Jeremia, einem Schürfer aus der Mine. Und der soll ein guter Koch sein? Ja, klar. Dann bring ihn mal her. Ich hab mir das schon gedacht. Ja, ob der Jeremia gut kochen kann, das müssen wir dann noch herausfinden. Ich weiß langsam nicht. Aber es ist ja ein guter Wink, dass er in Gothic 1 dann hier am Start ist. Das nicht. Das darf ich sogar mitnehmen. Das ist ja nett. Das war doch klar. Darf ich hier rein? Das war doch klar. Apfelmus. Die Probleme habe ich kaum. Das war genauso, wie du sagst. Gar nicht mehr so viele. Das war doch klar. Ich probiere das gleich, aber erstmal sammle ich hier alles ein. Ich wäre mir da nicht so sicher. Womit denn? Ich hab ja keinen Kochlöffel. So einiges gehört. Ob ich das schaffe? So einiges gehört. Ich hatte das nicht. Ja. Das wird schon mal nichts. Probleme habe ich kaum gesehen. Ich hab so einiges gehört. Nein, ich habe mich verklickt. Ich habe so einiges gehört. Die Probleme habe ich kaum gesehen. Rezept für einen Eintopf und 30 Gold. Erz, sorry. Ich glaube nicht, dass ich daran was habe. Hier ist noch ein Anzeigefehler, da fehlt wohl ein Bild. Gerüchte? Ah ja, Gerüchte, da war ja auch noch was, stimmt. Meine Meinung will ja keiner. Cypher hat doch rum erzählt, dass er was mit uns hatte, ne? Ja, den werden wir dann auch mal einen Besuch abstatten. Was zu trinken hatte ich ja auch noch nicht, ne? Ja komm, dann gehe ich mal da runter und guck mal. Konfrontieren wir mal diesen Cypher. Der war ja hier. Hier? Doch, ich glaube, der war hier. Ihr müsst es ja besser wissen. Hey, du. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist Cypher, oder? Ja, der bin ich. Wieso erzählst du überall rum, dass wir zusammen in der Kiste waren? Ach, Scheiße. Ich hätte das anders gemacht. Komm kurz mit. Das ist kein Geheimnis. Ist es eine gute Idee, mit dem mitzukommen? Das ist doch
Ja, ich überlege auch, ob wir das Angebot von Quentin annehmen, ne? Uns das zumindest anhören. Ich meine, Horatio hatte uns vor Quentin gewarnt, direkt, ne? Und ja, ich überlege aber, ob wir es annehmen, weil ich glaube, das ist nicht der Weg, den auch viele gehen würden, ne? Weil Horatio scheint ja der Nettere zu sein und wenn er sagt, halte ich von den Leuten fern, dann sollte man das vielleicht auch machen. Hey, du. Also? Hör zu, es ist nichts Persönliches. Ich habe nichts gegen dich, aber da war diese Wette unter den Jungs und ich konnte unmöglich verlieren. Ah, verstehe. Da ziehst du lieber den Ruf eines anderen in den Dreck, um etwas besser dazustehen. Wie schon gesagt, es ist nichts Persönliches. Nimm es zurück. Sag den Leuten, dass du Scheiße erzählt hast. Was? Unmöglich. Wie kommt das denn? Ich würde mich zur größten Lachnummer am ganzen Lager machen. Aber okay. Warte. Ich gebe dir etwas Erz. Damit ist die Sache dann geklärt. Was sagst du? Von wie viel Erz sprechen wir hier? Nun, sagen wir 40 Erzbrocken. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, der Großteil der Männer besitzt nicht einmal so viel. Also, eigentlich könnte es mir theoretisch egal sein. Die werden sowieso das Maul... Also, die werden sich sowieso das Maul über mich zerreißen. Und wahrscheinlich wird er dann nachträglich noch sagen, ey, die hat's für 60 Erz mit mir gemacht. Aber ich glaube, ich nehme das Erz einfach. Wir brauchen das. Mach 60 draus. Und ich bin dabei. Puh, echt? Man bietet deinen kleinen Finger und du reißt direkt den ganzen Arm aus? Ach, scheiß drauf. Hier hast du das Erz. Okay. Ja gut. Weil ich weiß nicht, ob wir den verprügeln können überhaupt. Der scheint ja noch stärker zu sein als Lefty. Immer wieder das Gleiche. Gehen wir nochmal zu Quentin. So, ich nehme das einfach mal an. Mal gucken, was passiert. Gut, abgemacht. Ich mach das, was du sagst, und du beschützt mich dafür. Ich wusste, dass du schlau bist und die richtige Wahl treffen wirst. Kannst du mir etwas beibringen? Du willst besser werden? Klar. Ja, der ist quasi... Also, man hat ja direkt das Gefühl, man entscheidet sich zwischen Quentin und Horatio. Ne? Was passiert nun? Jetzt kannst du mir erst einmal in meine Hütte folgen. Guck doch nicht so. War nur ein kleiner Spaß. Nein. Ich brauche dich für andere Aufgaben. Du machst einfach weiter wie bisher. Und wenn dich jemand auch nur blöd ansieht, gibst du mir Bescheid. Und ich kümmere mich darum. Und wann bekomme ich meine erste Aufgabe? Ich hätte da jetzt direkt etwas zu tun für dich. Um was geht es? Okay, hör zu. Du hast doch Freunde in der Mine. Jacko, der Vollidiot, lässt seit ein paar Wochen immer wieder eine Kiste voller Erz aus der Mine mitgehen. Ich habe ihm direkt am Anfang schon gesagt, dass er diesen Mist lassen soll. Aber er hat es dann trotzdem gemacht. Ich habe das auch erst gestern gemerkt, als ich einen Blick in seine Hütte geworfen habe. Oh. Ja. Ich wusste ja, dass der Kerl nicht ganz so schlau ist. Aber das übertrifft jede Befürchtung. Wenn einmal rauskommt, nein, wenn auch nur ein falsches Paar Augen diese ganzen Kisten sieht, dann fällt das auf mich zurück. Mit Lee Söldnern werde ich schon fertig. Aber wenn die Wassermagier ins Spiel kommen, bin ich am Arsch. Und was soll ich da jetzt machen? Du nimmst diesen Schlüssel hier und steckst den Horatio in die Tasche. Dann sorge ich dafür, dass diese Kisten verschwinden und wir sind fein raus. Warum gerade ausgerechnet Horatio? Weil er der Einzige ist, der ständig mit Baloro rumhängt. Da liegt es doch nahe, dass er den Schlüssel genommen hat. Ausgerechnet Horatio ist in der Mine ganz besonders hoch angesehen. Das wird mir absolut keiner glauben. Das stimmt. Allerdings ist er auch der Einzige, der keine Angst vor den Söldnern hat. Alle anderen Schürfer pissen sich doch in die Hose, sobald ein Söldner sie mal grimmig ansieht. Und die Söldner wären wohl nicht so blöd und würden ihren hohen Posten aufs Spiel setzen. Horatio dagegen hat nichts zu verlieren. Er ist die einzig logische Wahl.
Scheiße. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Sieh es als Prüfung, damit ich sehen kann, ob du zu gebrauchen bist. Boah, das ist schon heftig, ne? Aber gerade weil das so heftig ist, glaube ich, machen wir das, um das hier mal zu zeigen, ne? Aber der... Also mein Inneres sagt mir eigentlich so, ey, Horatio ist so ein Ehrenmann, der hat uns gerettet und jetzt sollen wir gerade ihn verraten. Aber gerade, dass es hier diese moralische Entscheidung gibt, ist schon krass. Ich kümmere mich darum. Das wollte ich hören. Ach ja, und lass dir nicht zu lange Zeit. Und erzähle niemanden davon. Ich habe Probleme mit Lefty. Du hast das doch schon selbst geregelt und brauchst meine Hilfe nicht. Okay, cool, dass aber er jetzt so wie mein Beschützer ist und das auch wirklich funktioniert. Ne? Nicht so wie in Gothic 1, wo man den Leuten 10 Erz gibt und dann kannst du niemals das in Anspruch nehmen. Hier kannst du dann anscheinend wirklich, wenn du Probleme hast, Quentin Bescheid sagen. Zum Beispiel auch bei Cypher hätten wir das sicherlich auch machen können. Aber ich meine, wir haben jetzt Erz bekommen. Mein Plan war es ja auch, jetzt die 100 Erz an, wie heißt der nochmal, an Karim zu geben, damit wir einen Kampf lernen können. Ich will nochmal Wasser geben. Ich habe hier eine Flasche Wasser. Hab ich nicht extra erwähnt, dass du mir kein Wasser bringen sollst? Also entweder hältst du mich für vollkommen dumm, oder... Also... Was? Naja... Ist doch wahr. Wie auch immer. Hol mir jetzt was Richtiges. Ja, okay. Mal gucken, ob wir noch irgendwo was auftreiben können. Dann gehen wir mal hoch zur Mine wieder. Wir können da ja auch nochmal mit Jeremia reden. Wegen Silas Kneipe. Ja, und die Sachen von den Jägern, von den Fischern haben wir ja abgeholt. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu lange gebraucht haben, ob das hier auf Zeit geht. Bin mir gerade gar nicht sicher. Weil er hat ja letztes Mal schon gesagt, das hat aber ganz schön lange gedauert. Und klar, ne, ihr wisst ja, ich habe hier 90% der Dialoge eingesprochen, aber vieles ist so lange her. Und Jace hat mir extra auch vieles halt nicht ganz im Zusammenhang erklärt, was ich da einspreche, damit ich eben nicht so gespoilert bin. Also... Sie hat einfach darauf geachtet, dass sie ja zufrieden war mit der Aussprache und so, aber ich hatte halt oft gar keinen Kontext. Hey! Man kann Quentin auch verraten. Das ist interessant, ne? Weil das ist aber wirklich hier der Widerspielwert. Du kannst alle möglichen Dinge ausprobieren. Ich habe die Lieferungen. Redford grüßt dich. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr und bist mit meinem Erz durchgebrannt. Gib her. Und wie geht's jetzt weiter? So langsam gehen mir die Aufgaben aus, die eine Frau erledigen könnte. Okay. Eine Sache wäre da noch. Einer der Schürfer hier ist seit gestern verschwunden. Sein Name ist Nolan. Finde raus, warum er heute Morgen nicht mehr zu seiner Schicht aufgetaucht ist. Dann sehen wir weiter. Dürr, braunes Haar und eine leichte Schürferhose. Ich werde mich direkt auf die Suche begeben. Das mit dem Schlüssel machen wir mal nicht. Ey, ich finde das so böse, dass wir Horatio verraten können. Oh, der will uns ansprechen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du dich ausgerechnet Quentins Leuten angeschossen hast. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist.
Boah, ich weiß nicht, ich lüge ihn besser an. Horatio, das stimmt nicht. Das würde ich niemals tun. Ich würde mich doch nicht mit solchen Leuten einlassen. Oh, ein Glück. Da bin ich aber erleichtert. Die Leute reden auch immer nur Unsinn. Hast du kurz einen Moment für mich? Oh, das ist so gemein. Das ist so gemein, ey. Ach, hat sich erledigt. Vergiss es. Ja, immer. Okay, das hat funktioniert. Dafür braucht ihr auch keine Geschicklichkeit oder so. Okay, für die Lüge muss sich noch ein guter Zeitpunkt ergeben. Ja, wir suchen jetzt erstmal den Jeremia. Achso, und ich wollte noch gucken. Die freie Mine. Ist bestimmt abgehauen bei den Arbeitsbedingungen hier, der Nolan. Vielleicht hat irgendeiner der Söldner was der Söldner oder der Schürfer was zu erzählen. Mal gucken. Kannst du gut kochen? Kochen? Nicht wirklich. Gekocht habe ich so gut wie nie. Das ist natürlich schlecht. Wieso? Sucht jemand einen Koch? Ja, Silas. Der wird in der Taverne. Nee, das wird nichts. Wie wäre es, wenn wir einfach so tun, als könntest du gut kochen? Was? Wie soll das denn aussehen? Na, ich erzähle Silas von deinen großen Kochkünsten und du versuchst es einfach mal. Ob du jetzt Kräuter zusammenmixst oder Zutaten, da gibt's doch keinen Unterschied. Natürlich gibt es da einen Unterschied. Und einen Banditen zu belügen ist sowieso eine sehr schlechte Idee. Was hast du denn zu verlieren? Nun ja, also... Ja, du kannst natürlich auch einfach hierbleiben und verhungern. Oh Mann... Du hast ja recht. Sehr gut. Dann geh jetzt runter und rede mit Silas. Das wird übel enden, sag ich dir. Ja. Hey. Aber die beste Idee ist das wirklich nicht. Silas wirkt jetzt auch nicht wie der Typ, mit dem man sich anlegen sollte. So, wir müssen ja auch noch für Wedge das Amulett besorgen, ne? Das war ja auch noch hier. Ist das die Truhe hier? Das Gute ist, wir können jetzt schleichen. Können wir hier auch ein bisschen was mitgehen lassen. Rasiermesser. Das ist bestimmt die Kiste, oder? Die ist ja gar nicht abgeschlossen. Hey, du. So, den kann man immer noch weglocken. Ich frage mich, welche Kiste seine sein soll. Er steht ja nicht mal direkt bei einer Hütte. Ja. Wo ist eigentlich Karim? Der stand doch auch immer hier, oder? Hey, du.
Jetzt ist die Frage, wo finde ich diesen... Hey, du. Nolan. Da ist eine Truhe. Geschicklichkeitsbonus plus 10. Muss mir unbedingt Dietriche besorgen. Ich akzeptiere das jetzt mal, dass die alle verschwendet wurden. Muss es auch manchmal so hinnehmen, wie es kommt. Aber dann haben wir das jetzt auch schon mal. Wer könnte denn was über Nolan wissen? Oder erfahre ich da mehr in der Mine? Geh nochmal in die Mine. Vielleicht weiß ja... Hier noch jemand was? Okay. Schürfer, Schürfer. Hey. Söldner. Mit denen haben wir ja schon gesprochen. Es wäre auch voll interessant, einfach mal runterzugehen. Durchzulaufen, zu gucken, was man da unten findet, ne? Hey. Der weiß auch nichts über Nolan. Ich dachte, vielleicht haben die namhaften Söldner ja irgendwas zu erzählen. Der Name kommt mir auch bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gesehen habe. Nee, warte mal. Nolan ist doch der, der oben in der Dings sitzt, ne? In der Hütte. Das war Nolan. Ich glaube, das war Nolan. Deswegen kam mir der Name auch bekannt vor. Da saß ja einer und hat sich versteckt. War das hier? Ja, ne? Zumindest glaube ich das jetzt. Ja, okay. Baloro sucht dich. Du sollst wieder zur richtigen Arbeit gehen. Aber ich arbeite gerade richtig. Und jetzt verzieh dich. Geh jetzt an die Arbeit. Oder ich mach dir Beine. Du willst mir Beine machen? Lass das lieber mal. Ich bin nicht wirklich gut im Kämpfen. Und wenn du mich als Frau vor den anderen niedermachst, wäre das super peinlich. Also gehst du jetzt freiwillig richtig arbeiten? Nein. Ich habe ein Angebot für dich, welches du lieber nicht ablehnen solltest. Es lohnt sich für uns beide. Wirklich. Was ist das für ein Angebot? Bestens. Ich wusste, dass du schlauer bist, als du aussiehst. Geh zu Baloro und erzähl ihm, dass ich von Minecrawler befressen wurde. Genau. Wenn du das getan hast, komm um Mitternacht in die leerstehende Hütte in der Mitte der Wohnhülle, unten im Lager. Pass auf, dass dich niemand dabei sieht. Okay. Interessant, der will verschwinden. Aber wir lügen hier gerade die wichtigen Leute an. Ob das eine gute Idee ist? Hey. Ich habe Nolan gefunden. Und wieso sehe ich ihn nicht wieder arbeiten? Er wurde von Minecrawlern gefressen. Noch einer weniger? Naja, um ehrlich zu sein, ist er kein großer Verlust. Hat viel gegessen und wenig gearbeitet. Na schön, du bist zu gebrauchen. Hast du noch eine weitere Aufgabe für mich? Ich weiß nicht. Was meinst du? Ich habe tatsächlich eine Aufgabe, aber du darfst niemandem etwas davon erzählen. Okay.
Wieso? Ich dachte, du bist hier sowieso der Oberboss. Ja, ja, das hast du dir wohl gemerkt, was? Halt einfach die Klappe und hör zu. Okel will, dass ich mich um das Erz kümmere, welches aus der Mine gewonnen und runter zum großen Erzhaufen geschleppt wird. Ich zähle die Kisten, verwahre die Kisten und lasse die Kisten dann herüberschleppen. Natürlich mache ich den letzten Teil nicht selbst. Komischerweise verschwindet hier und dort immer eine direkt aus dem Lager. Ich habe keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Aber ich kann damit nicht zu Oke oder den anderen Söldnern gehen. Die würden mir den Schädel abreißen. Ich soll also herausfinden, wo die Kisten sind? Die Kisten sind vermutlich schon längst über alle Berge. Und außerdem muss auch keiner erfahren, dass hier ständig welche abhanden gekommen sind und wir sie plötzlich gefunden haben. Nein, finde heraus, wer dafür verantwortlich ist und kümmere dich um ihn. Jetzt können wir einfach Horatio beschuldigen. Aber das ist cool, dass die Quests so miteinander verknüpft sind. Man kann ja auch zu Quentin Nein sagen. Ich denke, dann wird es auch schwieriger, herauszufinden, dass dieser Jacko dahinter steckt. Aber in unserem Fall, wir haben uns für Quentin entschieden und er hat uns direkt von der gleichen Sache erzählt. Jetzt kommt das beides zusammen. Ja komm, wir beschuldigen Horatio dann direkt, ne? Ich weiß, wer dein Dieb ist. Ja, und wer ist es? Horatio. Was? Das kann nicht sein. Horatio ist einer meiner besten Freunde. Das würde er niemals tun. Wie kommst du darauf? Ich habe ihn gesehen, wie er sich nachts an den Erzkisten zu schaffen gemacht hat. Ich glaube dir nicht. Das ist eine verdammt miese Unterstellung. Wenn du mir nicht glaubst, dann durchsuch doch seine Taschen. Er hat sicherlich den Schlüssel bei sich. Scheiße. Na gut, ich werde ihn zur Rede stellen. Wenn hier alle ihre Schicht beendet haben und uns nicht so viele Augen beobachten können. Ich schwöre dir, wenn du mich angelogen hast, dann lauf und bete, dass ich dich niemals finde. Komm morgen wieder. Okay. Okay. Ich überlege, ja komm, dann... Das ist zwar jetzt spannend, ich würde am liebsten einfach bis zum nächsten Morgen schlafen, aber ich glaube, ich gehe einmal zur Wedge. Da können wir ja bis zur Mitternacht pennen, in die Hütte gehen, mit Nolan reden. Und ja. Dann können wir am nächsten Tag dann wiederkommen. Boah, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen wegen Horatio. Horatio ist so ein Ehrenmann, der hat uns gerettet, ne? Und jetzt ist genau er derjenige, den wir verraten müssen. Und müssen nicht, aber wir haben uns dafür entschieden jetzt, ne? Aber das ist halt das Coole. Ich finde es schon krass, wenn du so böse spielen kannst. Ne? Das hat halt dann auch total den Wiederspielwert, weil das ist ja nur das erste Kapitel hier, was man in der Demo spielen kann. Und Jace hat mir halt nur verraten, dass alles, was man halt auch macht, dann wirklich später auch Konsequenzen hat, ne? So, die Story kann sich dann halt anders entwickeln. Und ja, dann ist man gespannt, was das nachher für Auswirkungen hat, ne? So, erstmal zu Wedge. Ich hoffe, der hat auch noch ein paar Dietriche. Ich muss mir Dietriche besorgen, weil die sind bestimmt teuer, ne? Das hätte ich dir vorher sagen können. Hey, du. Und wegen dem Amulett? Ja. Ich meine, das Amulett ist nicht schlecht, aber ich geb's ihm mal. Hier ist es. Ah, endlich. Ich dachte schon, dass ich es nie wiedersehe. Das hast du gut gemacht. Kann ich mit dir handeln? Hey, der hat... Ah, die sind schon teuer, ey. Habe ich irgendwas, was ich dir verkaufen kann? Ja, ne? Oh, die sind ja gar nichts wert, die silbernen Ringe und so. Das ist ja richtig... Richtig wenig wert. Bergkristall. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich die Bergkristall noch für irgendwas brauche. Weil ich kaufe mir mal. Ich kaufe mir mal ein paar Dietriche. Da
dass ich 10 Stück habe zumindest. Achso. Man erzählt sich ja so einiges. Silas können wir noch quatschen, ne? Dieser Arsch. Guck dir diesen Arsch an. Ich glaube ja nicht, dass er selbst ist. Ist der schon hier? Nee, ne? Hey, du. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich habe mit dem Schäfer geredet. Du hast einen neuen Koch. Jetzt wird sich ja zeigen, ob er wirklich so ein guter Koch ist, wie du sagst. Und wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Er ist gerade auf dem Weg und ist sicher bald da. Er soll sich nicht so viel Zeit damit lassen. Hier brauchst du das nicht. Das war doch schon vorher klar. Das höre ich zum ersten Mal. Okay. Ich habe so einiges gehört. Das hätte er ja auch selbst. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das hat er doch. Ja, mal gucken, wann der hier ankommt. Nicht zum ersten Mal. Ist die Aufgabe jetzt erfüllt? Aufgabe? Womöglich ist alles. Okay. Warte, ist er das? Das ist er doch, oder? Ja? Ja. Warte mal. Ich glaube, der geht ja gerade wirklich hin, ne? Wahrscheinlich spawnt er hier irgendwo in der Nähe, wenn du... Der hat ein paar Wegfindungsschwierigkeiten. Wahrscheinlich spawnt er hier in der Nähe, wenn du gerade mit Silas gesprochen hast. Aber ich penne da jetzt mal bis Mitternacht. Kann hier bestimmt noch ein bisschen stehlen. Minecrawler, Suppe, hier noch ein paar Erzbrocken. Die Streitaxt. Ist die gut? Die ist ja verdammt gut. Aber ich glaube, Zweihandkampf lernen ist nicht so. Ja? Tut immer so weh, wenn man so wenig Dietriche hat und dann was kaputt geht. Also Neuladen wäre in dem Fall wahrscheinlich echt besser, aber ich habe ja gesagt, ich akzeptiere mal meinen Verlust. Zorlauf? Ist da eigentlich noch irgendwas? Hau bloß ab! Oh, da ist Wein. Da ist Wein. Ich versuche mal hier schnell zu schlafen. Raus. Raus. Hau bloß ab. Und dann gehe ich jetzt erstmal hier zum geheimen Treffen. Ich habe das Seil. Hast du die Säge, Nolan? Ja, ich habe die Säge. Wir sind bereit für den größten Diebstahl in der Geschichte der Kolonie. Was soll das heißen? Was habt ihr vor? Bruce? Wir werden heute Nacht den Erzhaufen stehlen. Zufälligerweise hast du es mit richtigen Profis zu tun, Schätzchen. Den Erzhaufen stehlen. Ja. Wir sägen das Gitter auf, ich seile mich runter und packe das ganze Erz in diesen Beutel hier. Du wirst die Wache ablenken. Das ist ein Witz, oder? Sehen wir so aus, als würden wir Witze machen. Immer diese Amateure. Also los, gehen wir es an. Okay, los. Wartet, was? Das ist wirklich der dümmste Plan. Das ist der dümmste Plan, von dem ich jemals gehört habe. Wir legen los, sobald du die Wache ablenkst. Also der wird das Metallgitter aufsägen, sich darunter seilen und dann das Erz klauen. Hey, du. Hey,
Vadis, ich muss Wache stehen. Wow, das sind aber tolle Muskeln. Trainierst du schon lange? Endlich erkennt es jemand. Ich trainiere schon seit Jahren und ernähre mich ausschließlich von Fleisch. Ich sag immer, nur Fleisch macht Fleisch. Naja, manchmal vermisse ich mein selbstgemachtes Getränk von damals in Corvinus. Pfeffer, Salz, etwas warm gekochtes Wasser und zwar eingelegte Fässchen Thunfisch. Des Bedarfs. Von diesen ganzen Grünzeugfressern hatte ich persönlich nicht viel. Die haben eh keine Ahnung vom Körperbau. Deine Arme sehen mächtig aus. Bist du dann auch natürlich? Du meinst, ob ich mir Drachenwurzel extra gespritzt habe? Ach komm, das macht doch eh jeder. Nur die wenigsten geben das auch zu. Diese ganzen falschen, natürlichen Körperbauer gehen mir auf den Sack. Weißt du das? Aber wie auch immer, ich muss jetzt weiter Wache stehen. Ich mach euch fertig. Erwartet! Ja, das war ja der Wahnsinn. Aber was auch für ein blöder Plan. Aber cool, dass dafür extra so eine Rendersequenz hier da war. Also das, ne? Das ist Qualität. Richtig gut gemacht. Ja, und der hier ist ja eine klare Markus Rühl-Anspielung. Komisch nur, dass er uns jetzt gar nicht verdächtigt, aber wahrscheinlich, naja. Wahrscheinlich ist das dann so. Muss mich mal jetzt hier reinschleichen. Ja, nee, ich würde ja echt gerne an die Truhe, ne? Aber ich glaube, das kriegt Torloff sofort mit, ne? Oh. 16 Erz. Auf jeden Fall habe ich da Wein gesehen. Sieht der mich hier? Wer hat Wein? Oh, Kord. Will ich mich mit Kord anlegen? Oh, shit. Was hat er gehört? Raus hier! Hat er gehört. Oh, ich bin so doof, ne? Oh. Da hatte ich aber... Da war ich lucky. Zu mich? Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Ja, was haben wir denn noch? Fleischsuppe? Ach so, ich soll dir eine Fleischsuppe machen. Ich brauche noch einen Kochlöffel, ne? Fällt mir gerade auf. Ich könnte jetzt mal in die Küche gehen. Vielleicht ist ja jetzt Jeremia da. Frag mich, wo Nolan und so jetzt hin sind. Das will doch keiner mehr hören. Meine Meinung? Hey! Was ist los? Lass uns mal. Wahrscheinlich muss da noch ein bisschen Zeit vergehen, oder? Hier kann ich nur Fleisch braten. Womit denn? Brauch ein Kochlöffel. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Zeig mir deine Ware. Mach schnell. Hier sind noch andere, die etwas von mir wollen. Oh, der hat einen Kochlöffel. Brauche ich mir. Genau das habe ich. Laserpfanne. Versteht sich das mal so ein? Der arme Kerl kann einem leid tun. Das war kein. So, jetzt können wir bestimmt ein paar Sachen machen. Daran wird sich nie etwas ändern. Rohes Fleisch, Eichmet, ja, das müssen wir immer hinbekommen. Gemüse, machen wir auch mal. Kopf
Schwefelmove. Das habe ich früher auch. Avenger Ei. Mich fragt ja keiner. Und die Frage, ist das ein normaler Eintopf oder ist das ein Fleischeintopf? Der eine war ja für Kord. Meine Meinung kennst du ja schon. Zeig mir deine Ware. Mach schnell! Das hätte er ja auch selbst wissen. Fleischsuppe, diese hier. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Fischsuppe? Das ist schon teuer, ne? Ich kaufe mir das mal. Wahrscheinlich findet man das Rezept aber auch irgendwo. Schätze ich mal. Mich fragt ja keiner. Das habe ich früher auch immer gesehen. Meine Meinung kennt sich nicht. Das liegt doch auf der Hand. Okay. Das will doch keiner mehr hören. Wir sind ja auch jetzt Level Up, ne? Wir könnten theoretisch ein bisschen Einhandkampf lernen. Aber ich will einmal zu Kord. Hallo, Herr Söldner. Ich bringe die gewünschte Fleischsuppe vorbei. Was? Aber du hast ja wirklich eine Fleischsuppe gemacht. Sie dampft ja sogar noch. Nimm und iss. Sie ist nur für dich. Köstlich. Danke. Du kannst jetzt gehen. Warte. Bring mir bei, besser zu kämpfen. Ich habe dir doch schon gesagt, dass Frauen nur gute Fleischsuppe machen können. Verdammt. Schon gut. Aber ich unterrichte nur fortgeschrittene Kämpfer. Komm wieder zu mir, wenn du die Grundlagen drauf hast. Abgemacht. 30 Stärke oder Geschick wird benötigt. Aber der bringt mir doch bestimmt Kampf bei. Also könnte ich auch Stärke lernen. Habe ich noch eine bessere Waffe, die ich tragen kann eigentlich? Nee. Na, dann werde ich wahrscheinlich doch Dings bezahlen müssen. Wir können Shrike jetzt noch sein Getränk bringen. Wir haben ja jetzt Wein. Und das eben noch angehen. Steht er hier auch nachts rum? Wir auch einsteigen. Nice. Manchmal hat man auch echt Glück. Bestimmt hat Quentin was richtig Gutes, ne? Sehr gut. Richtig unauffällig, sich mit einer Fackel hier reinzuschleichen. Hat noch nie jemand gemacht. Da ist er doch. Oh, Wacholder haben wir auch. Ja komm, kriegst Wacholder. Ich habe hier einen Wacholder. Was? Wo hast du das denn herbekommen? Scheiße! Immer her damit! Das war gut. Nee, das war's.
Und jetzt? Moment, warte. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt, wo ich was getrunken habe, bin ich ganz schön hungrig geworden. Alle gebratene Keulen, das wäre es jetzt. Hier hast du dein Fleisch. Ach, saftiges Fleisch, gib her! Gut, das war's erstmal. So wie du mich bedient hast, werden das bald viele hier machen. Erstmal werde ich Bandit. Und dann werde ich allen zeigen, wer hier im Lager das Sagen hat. Und dann nehme ich mir inmitten der Wohnhöhle bei den Söldnern eine fette Hütte. Ha, die werden schon sehen. Ist das jetzt erledigt? Oh, verdammt, was willst du? Die Quest ist irgendwie gar nicht abgeschlossen. Aber vielleicht ist es auch, weil es Nacht ist? Ich weiß es nicht. Hier ist ja Honig. Ja, vielleicht komme ich da am Tag nochmal wieder. Weil irgendwie scheint ja die Quest noch gar nicht vorbei zu sein hier. Das Wolf soll auch nehmen? Jo. Wie ist denn das Wolfsfell wert hier? Scheint ja ein bisschen mehr wert zu sein. Mach es. Hier sind auch die dicken Erzkisten, dass er hier einfach in seiner Hütte stehen. Da ist noch ein Dietrich. Moment mal. Haben wir dafür einen Schlüssel? Okay. Na, dann gehen wir jetzt hier einfach mal schlafen und dann gehe ich wieder hoch zur Mine und guck mal, was sich da bei Horatio und so ergeben hat. Na, verdammt, was willst du? Soll ich noch was zu sagen? Warte mal. Wird sich das jemals ändern? Komisch, das mit Shrike, das scheint irgendwie, also entweder ist es verbuggt oder da kommt noch irgendwas. Weil die Quest, die ist ja noch offen. Aber wie gesagt, ne, selbst wenn das ein kleiner Bug ist, das ist ja hier noch die Demo-Version. So, dann laufen wir mal hoch zu Horatio. Beziehungsweise zu Baloro. Da können wir da auch gleich ein bisschen Einhandkampf lernen bei Karim. Ich frage mich, ob das hier so ist wie in Gothic 2. Ja, wahrscheinlich schon, dass man erst... Also die Prozente lernen muss, man lernt das nicht in einem Schritt, ne? Dass man jetzt direkt von Anfänger zu Kämpfer springt. Hier gibt es ja auch noch einige Orte, die ich erkunden kann. Da oben waren ja auch noch Scavenger und so. Ein bisschen besser kämpfen kann. Muss das alles mal anschauen, ne? Auch so Richtung Kavalons Hütte und so. Hey! Bring mir bei, besser zu kämpfen. Gut, fangen wir mal an. Ja, okay. So, jetzt bin ich sehr gespannt.
erst zu Ohren gekommen, dass sich ein Bandit und ein Schürfer am Erzhaufen zum Schaffen gemacht haben. Und die Beschreibung des Schürfers trifft ziemlich gut auf Nolan zu. Bist du sicher, dass er von Minecrawlern gefressen wurde? Ganz sicher. Okay, gut. Ich habe für einen kurzen Moment geglaubt, dass du mich angelogen hast. Das hätte deinem Ruf hier gar nicht gut getan. Jeremia arbeitet nun bei Silas. Ich hab's mitbekommen. Gute Arbeit. Hier, nimm das als Belohnung. Ach, dafür krieg ich auch eine Belohnung. Ah, und ich glaube, es ist noch gar kein ganzer Tag rum, ne? Wegen Baloro. Ich penne einfach mal noch eine Runde, oder? Wir wissen, was da jetzt Sache ist. Verdammte Scheiße! Du hattest recht. Er hatte den Schlüssel wirklich bei sich. Dann hat er mich auch noch angelogen. Und seine Taten geleugnet. Was wird nun aus ihm? Ich habe ihm gesagt, dass er verschwinden und sich nie wieder in der Mine blicken lassen soll. Er war mein bester Freund. Das kann ich ihm doch nicht antun. Ich denke, es ist das Beste, wenn wir diese Sache ganz schnell vergessen. Hör zu, Mädchen. Du hast mir sehr geholfen. Das sollst du nicht umsonst getan haben. Was passiert nun? Ich habe bereits Okö von dir erzählt und wie du dich um diese Mine bemühst. Er sagt, du sollst zu ihm kommen, sobald ich dich nicht mehr brauche. Und? Brauchst du mich noch? Nein, nein. Du hast mir sehr geholfen. Wird Zeit, dass du für die großen Fische im Becken arbeitest. Du hast es dir verdient. Geh zu ihm. Erzähl mir noch etwas über dich. Über mich? Mir ist jetzt nicht wirklich nach Reden. Ich habe erst meinen besten Freund verloren, weil er mich hinterrücks benutzt hat, um sich selbst zu bereichern. Kennst du das? Wenn du anfängst, jemandem wirklich zu vertrauen und er dieses Vertrauen dann ausnutzt? Wenn ich diesen Bastard noch einmal wiedersehe, werde ich ihn umbringen. Das ist eine ganz schön üble Geschichte. Wir könnten natürlich jetzt auch zu Quentin gehen, ne? Bescheid sagen. Mach ich das jetzt zuerst? Ne, komm, wir gehen erst zu Okel, weil wir eh gerade in der Nähe sind. Baloro schickt mich. Ah, Baloro. Er hat mir schon einiges von dir erzählt und ist schwer beeindruckt von deinen Taten. Normalerweise habe ich keine Arbeit für eine Frau, aber das sieht gerade ausnahmsweise mal anders aus. Womit kann ich dir helfen? Es geht um einen Schürfer. Ich habe ihn losgeschickt, um etwas weiter die Mine auszukundschaften. Wo die meisten Erzadern sind und wo sich die Minecrawler aufhalten. Ein Schürfer? Ich dachte, hier sind überall Minecrawler. Warum schickst du keinen Söldner? Das hat zwei Gründe. Also erstens habe ich hier gar nicht genug Wachposten, als dass ich sie auf Erkundungsmission schicken könnte. Wir brauchen hier unten jeden Einzelnen. Wenn die Biester uns angreifen, müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht komplett aus dem Höhlensystem vertrieben werden. Hier unten gibt es unzählige Erzvorkommen. Du musst wissen, das hier ist deren Territorium. Da reagieren sie wesentlich aggressiver. Zum Glück konnten wir bisher unsere Stellung halten. Und zweitens gibt es kleinere Tunnel, durch die man sich leise durchschleichen kann, um die großen Minecrawler-Scharen zu umgehen. Mit unseren fetten Rüstungen ist das unmöglich. Jemand wie du allerdings könnte ihm ganz einfach folgen. Du bist kleiner, schmaler und sicherlich auch leiser. Gibt es sonst noch irgendwas, das ich wissen sollte? Er wird schon seit einigen Tagen vermisst. Was macht dich so sicher, dass dieser Schürfer nicht längst tot ist? Habe ich das nicht erwähnt? Es geht um Sam. Der Typ kann einfach alles. Da ist die Chance nicht klein, dass er es irgendwie geschafft haben könnte, dort drin zu überleben. Noch nie von ihm gehört. Tatsächlich? Naja, dann liegt es vielleicht daran, dass er auch noch nicht so lange hier ist. Er ist ein paar Wochen vor dir hier angekommen und hat in 0, nichts jeden von sich überzeugt.
Wenn er es überlebt hat, werde ich direkt Lee darum bitten, dass er ihn zum Söldner macht und ihn hier in die Mine versetzt. Wo soll ich mit der Suche anfangen? Am besten wäre es, wenn du genau den Gang nimmst, den er genommen hat. Der ist etwas kleiner und abgeschiedener, scheint aber irgendwo mit dem größeren Komplex verbunden zu sein. Du findest ihn ganz vorne, wenn du vom Eingang aus in die Mine guckst, links unter dem Steg. Da kann schon ewig nichts mehr rausgekrochen. Nimm eine Fackel mit, aber mach keine Geräusche. Die Viecher sehen zwar so gut wie nichts, aber hören ziemlich gut. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Und denke daran, dort drin bist du auf dich allein gestellt. Und je weiter du reingehst, desto dünner wird die Luft. Also ruhig atmen und genau gucken, wo du hintrittst. Viel Glück. Oh, das scheint ja spannend zu werden. Und gegen die Viecher kämpfen können wir wahrscheinlich wirklich komplett vergessen. Aber wenn wir uns wirklich an denen vorbeischleichen können, ne? Wir haben doch schon mal hier reingeguckt. Da war doch ein Minecrawler-Krieger, ne? Wenn er mich jetzt wirklich nicht sieht, wenn ich schleiche, dann wäre das ja echt ein cooles Feature. Oben kann ich lang. Ah, okay. Das hier ist der Weg, wo ich mich langschleichen kann. Komm hier nicht hoch. Liegt ein Zettel. Hinten ist auch irgendwas. Aber das ist ganz cool gemacht hier, dass man sich ein bisschen hier oben bewegen kann. Ich frag mich, ob ich so einen einzelnen Crawler schaffe. Einzelnen, weißt du? Noch einen müsste ich schaffen. Nicht hacken? So kann ich schon, aber es bringt nichts. So, was haben wir denn hier? Zettel. Hey, hier oben scheint es nicht weiter zu gehen, aber weiter unten in der Gegend befindet sich ein großer Hohlraum, der voller Crawler ist. Sie haben dort eine Art organisches Material an den Wänden gesponnen. Ich werde mir das genauer ansehen. Falls ich nicht zurückkehre, werde ich vermutlich tot sein. Folgt mir nicht, Sam. Okay, also er ist da runter gegangen. Ja, da wissen wir ja, wo wir in der nächsten Folge dann hingehen. Ich habe hier nur hinten noch irgendwas funkeln sehen. Seine Ringe. Und ein Steinbrecher. 38 Stärke. Und ein Ring der Kraft. Ja, nice, nice. Erzbrocken haben wir auch noch. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.